Eine Karl-Rogersche Mediensprache als Zukunftsmusik, so lautet meine ICM-Vision. Karl Rogers. Sie kennen den US-amerikanischen Psychologen und Psychotherapeuten, der durch den personenzentrierten Ansatz international bekannt wurde. Karl Rogers hat Begriffe wie das signifikante Lernen, the fully functioning person oder auch die Aktualisierungstendenz geprägt. Kernelemente von Rogers Forschung, Leben und Arbeit waren die Empathie, die positive Zuwendung und die Kongruenz. Carl Rogers hat Schriften veröffentlicht, wie zum Beispiel die nichtdirektive Beratung, Therapeut und Klient und die Person als Mittelpunkt der Wirklichkeit und im Bereich des Lernens ebenfalls sehr viel publiziert. Carl Rogers war eine spannende Persönlichkeit, die vor 60 Jahren schon Dinge geschrieben hat, die wir heute als innovativ und zukunftsweisend ansehen. Ich möchte kurz zitieren: Von allen untersuchten Lehrervariablen waren die mit der größten Beziehung zu konstruktiven Ergebnissen die Empathie des Lehrers, der versucht, die Bedeutung der Schulerfahrung für den Schüler als Person zu verstehen, die positive Zuwendung, die Achtung des Lehrers vor dem Schüler als Person und die Kongruenz, das Ausmaß, in dem der Lehrer in der Beziehung zu den Schülern echt war. Erinnern Sie das an die Ergebnisse der Hattie-Studie? Weiter schreibt Rogers, dass diese Bedingungen, die sich zuvor schon als effizient in der Therapie herausgestellt hatten, sich auch auf dem Gebiet des persönlichen und theoretischen Lernens in der Schule als effizient erwiesen, ist beeindruckend. Und ja, es ist tatsächlich sehr beeindruckend. Und deswegen möchte ich die Prinzipien der Empathie, der positiven Zuwendung und der Kongruenz in das Modell des Inverted Classrooms mit integrieren und übertragen. Was ist also genau meine Challenge? Ja, es ist, glaube ich, einleuchtend, dass in der In-Class-Phase face-to-face diese Prinzipien gut platziert werden können. Empathie, positive Zuwendung und auch die Kongruenz. Ich stelle mir nun die Frage, ob auch in der Out-of-Class-Phase, in der Gestaltung der Medien, sprich in einer Karl-Rogerschen Gestaltung, diese Prinzipien verkörpert werden können. Können die Medien, die wir verwenden, in der Out-of-Class-Phase so gestaltet werden, dass sie Empathie, positive Zuwendung und Kongruenz vermitteln? Ich vertrete die These, dass die Möglichkeiten der Mediengestaltung durch die heutigen Tools und auch durch digitale Möglichkeiten so eingesetzt werden kann, dass sie die drei Kernelemente Empathie, positive Zuwendung und Kongruenz abbilden. Ich sehe es eigentlich auch als einen relevanten Auftrag an uns, dass wir, wenn wir weiter die Richtung des Inverted Classrooms verfolgen wollen, und es ist eine sehr vielversprechende Richtung, dass wir es dann auch schaffen, dass in der Mediengestaltung und somit in der Out-of-Class-Phase diese Kernelemente auch für den Studierenden, für den Lernenden spürbar und sichtbar werden. Denn diese Kernelemente sind relevant, wenn es um bei der Sprache von Carl Rogers zu bleiben, um signifikantes Lernen geht. Noch kurz ein paar Worte zu meiner Person. Mein Name ist Angelika Neudecker. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin im Team Digitalisierung in der Lehre und postdigitale Entwicklung am Geografischen Institut der Ruhr-Universität Bochum.
Aktuell setze ich zusammen mit einem Professor eine Grundlagenvorlesung für über 200 Studierende um in einen Inverted Classroom. Und deswegen beschäftigen mich diese Prinzipien sehr und ich versuche bei der Gestaltung der Medien für die Out-of-Class-Phase die Möglichkeiten auszuschöpfen, die ich habe, um die Medien empathisch, kongruent und mit einer positiven Zuwendung an die Studierenden zu gestalten. Und mit Ihnen würde ich sehr gerne diskutieren, inwiefern Sie das als möglich halten, ob Sie vielleicht die eine oder andere Idee dazu haben oder vielleicht auch schon eine Erfahrung mit mir teilen möchten. Und ich werde Ihnen in der Konferenz Beispiele zeigen, wie ich versucht habe, die Grundprinzipien von Carl Rogers in die Mediengestaltung und in den Inverted Classroom zu übertragen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die Tagung und auf Sie.